ein kurzes Wort. Wie immer am ersten Advent wird man recht unsanft aus dieser Gemengelage von Plätzchen, Glühwein und Kerzenromantik gerissen, weil immer am ersten Advent, so auch in diesem Jahr, wo aus dem Lukas-Evangelium gelesen wird, aus den sogenannten Endzeitreden gelesen wird. Fast möchte ich sagen, wir zünden Kerzen an, aber erstmal gehen hier die Lichter aus. Gut. Die Liturgiewissenschaft weiß natürlich zu benennen, dass der Advent eine gedoppelte Gestalt hat. Er blickt hin auf Weihnachten, richtig. Er blickt auch hin auf das endzeitliche Kommen Jesu des Herrn, wie man es im klassischen Sprech nennt. Dieses ist sichtlich in die Jahre gekommen. Das ist sozusagen barer, mythologisch durchtränkter Unfug. Wie gehen wir damit um? Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, warum verfasst Lukas eigentlich, wie wir den Verfasser nennen, nicht in seinem Evangelium, das im besten Griechisch geschrieben ist übrigens, warum bemüht er diese Reden noch? Warum nimmt er die auf? Er könnte sie übergehen. Wahrscheinlich aus Pietätsgründen, es gehört noch irgendwie dazu, aber vielleicht ist noch mehr daran. Und da möchte ich ein wenig nachdenken und hinschauen. Wir verbinden damit erstmal schreckliche Untergangsszenarien, wenn es heißt, die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Ist das so negativ im Denken der Antike? Worum geht es? Die Kräfte des Himmels, das dürften die Gestirne sein, das Geordnete. Und man könnte sagen, dass dieses Geordnete, was sich in der Ordnung auf der Erde widerspiegelt, so in Ordnung dann ja auch wiederum nicht ist. Ganz im Gegenteil. Herrscher, die ihre Macht missbrauchen, Gewalttätigkeiten, Kriege, das scheint der eherne Lauf der Welt zu sein. Und dieser eherne Lauf der Welt soll nun erschüttert werden. Eine andere Welt soll auftreten. Das ist Programmatik damals, das ist Programmatik heute. Und wie hieß es? Wenn dies beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter. Also das ist mehr als Kopf hoch, aber es geht in diese Richtung. Denn eure Erlösung, wie es heißt, ist nahe. Das griechische Wort heißt, euer Herausgelöstwerden aus dem bisherigen, schrecklichen, sich immer wiederholenden von Gewalt, Krieg, Ungerechtigkeit. Das soll ein definitives Ende finden. Wie? Mit Häupter erheben alleine und warten alleine dürfte es nicht getan sein. Vielleicht könnte man ergänzen, erhebt nicht nur eure Häupter, erhebt eure Stimmen. Erhebt eure Stimmen gegen das und sagen wir nicht, Jesus der Herr ist Wort Gottes, die Stimme Gottes, die verändernde Stimme Gottes und wir als Nachfolgegemeinschaft wären wohl gut beraten, dies für unsere Zeit ins Werk zu setzen. Das apokalyptische Hintergrundrauschen können wir getrost beiseite schieben. Aber diese Mahnung, dass der eherne Lauf der Welt durchbrochen werden möge, zugunsten einer anderen Welt, in der die Gerechtigkeit wohnt, das ist aktueller denn je. Vielleicht ein Impuls neben Plätzchen, es sei jedem gegönnt, neben Glühwein, feine Sache, und neben Kerzenbesinnung, alles recht, dies nicht aus dem Blick zu verlieren. Gottes neue Welt kommt nicht einfach, wenn du nur wartest. Gottes neue Welt kommt, wenn du den Anfang machst. Also, Kopf hoch, ja. Die Häupter erheben, ja, im Blick auf diesen Gott, dem du deine Stimme gibst, wenn du sie erhebst. Er möge uns segnen. Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.